Warum du niemanden retten solltest. Ich weiß, gerade wir Männer neigen dazu, Menschen zu retten. Wir haben diesen Beschützerinstinkt. So, und wenn wir dann mal in einer Beziehung sind oder eine Frau kennenlernen und wir merken, diese Frau hat viele Probleme. So. Sorry, ich habe gerade Mais gegessen und das hängt alles. Aber egal. So, ich sag nicht, jetzt mit diesem Video hilft keinem. Also wenn es Menschen gibt, die haben, ich muss was trinken, die haben irgendwie Probleme. So, aber du merkst, diese Menschen sind auch für dich da. Sind keine so Energievampire, die ständig deine Aufmerksamkeit brauchen. Oh, alles ist so hart, oh, alles ist so schwer. Das sind nämlich die, über die ich gleich reden will. Aber wenn du merkst, da ist jetzt jemand, der will wirklich Rat, um besser zu werden, kannst du gerne helfen. Wenn du merkst, dieser Rat kommt an, das ist nicht so rein und raus, Scheiß, das ist nicht so, kommt rein und geht wieder raus. Sie hören dir wirklich zu, sie sind aufrichtig, sie erkennen das Problem und beheben es dann. Das ist cool, kannst du gerne tun. Aber gerade als Mann, wenn du viel zu geben hast, du hast ein Riesenherz, ja, du willst wirklich Menschen verbessern, du willst wirklich Gutes tun, du kümmerst dich um sie und so und was weiß ich alles, geraten wir oftmals in irgendwelche Freundschaften, Beziehungen, was auch immer, oder Bekanntschaften und wir merken, diese Person zieht uns runter und wir wollen diese Person hochziehen. Aber was du verstehen musst, das ist wie das Szenario mit der Titanic. Du als einzelner Mann kannst nicht, oder Mensch, kannst nicht es schaffen, die Titanic vom Untergehen zu retten. Du musst dich selbst retten. Du musst runterspringen, dir eine Tür oder sonst irgendwas sichern, worauf du landen kannst, worauf du dich sicher fühlst. Quasi nicht, dass du in eine Komfortzone kommst, nicht falsch verstehen. Ich meine nur damit, dass du selbst nicht untergehst. Denn dieses Schiff wird eh untergehen. Dieser Mensch wird eh untergehen. Der ist eh dem Untergang geweiht. So, alles dreht sich um Probleme und alles ist negativ. Alles ist ständig toxisch. Alles ist ständig mi, 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 mi. Und du versuchst mit Lösungen zu kommen. Sie findet ein neues Problem. Dann findest du eine neue Lösung, ein neues Problem. Neue Lösung, neues Problem. Und so viele sind in solchen Beziehungen, so viele sind in solchen Freundschaften, wo diese Menschen ihnen nur die Energie rauben. Und das heißt, wenn du solche Menschen um dich herum hast, hör auf, sie zu retten. Warum du sie nicht retten sollst. Du bist nicht Captain Save Your Ass. Du bist nicht Captain Savior. So. Du bist nicht dafür da, dass es anderen gut geht. Sie müssen selbst, das hört sich jetzt ein bisschen egoistisch an, aber jeder muss für sich selbst sorgen. Wenn du nicht imstande bist, ich selbst jetzt, ich, wenn ich nicht imstande wäre, für mich selbst zu sorgen, nicht nur jetzt materiell und wirklich in dieser 3D-Welt, so Geld und was weiß ich alles so, nein, das meine ich nicht. Ich meine meine Gefühle, meine Emotionen, meine Positivität, was auch immer, ja, für meinen Gemütszustand. Wenn ich nicht dafür sorgen kann, dass all das positiv ist, dass all das gut ist, für mich ist, nicht gegen mich ist, werde ich es schwer haben im Leben. Aber viele gehen so durchs Leben. Sie profitieren ständig von anderen Menschen. Das heißt, sie brauchen ständig die Bestätigung von anderen Menschen, dass nicht alles so schlimm ist und ja, Baby, wir schaffen das und ah, und wir finden einen Weg und ja, wir schaffen das. Nicht weinen, nicht weinen, ich hab dich. So, viele sind so, ob jetzt Mann oder Frau, ist scheißegal. Viele sind einfach, wir müssen, die sind nicht dafür geschaffen, ein hartes Leben zu leben. Deswegen wollen sie immer weich sein. Deswegen beschweren sie sich die ganze Zeit. Deswegen zeigen sie immer Finger auf andere. Deswegen ist der Job schuld. Deswegen ist diese Person schuld. Deswegen ist das schuld. Deswegen ist dies schuld. Solche Menschen sind Gift für dich und deine Positivität und dein Leben. Deswegen, in diesem Sinne, will ich einfach nur sagen, du bist nicht hier, um andere Menschen zu retten. Jeder muss sich selbst retten.
Das heißt, wenn du irgendwelche mentalen Blockaden hast, liegt es an dir, sie zu lösen. Wenn du eine Person hast, von der du dich trennen willst, wie ich es schon gesagt habe, du hast eine Person, von der du dich trennen willst. Es kann nicht ein Freund kommen und sich für dich trennen, so, ja, ich komme jetzt, XY hat gesagt, die will sich von dir trennen. So, das wird vielleicht passieren, aber wird nicht ernst genommen. So, du musst es selbst tun. Du, nur du. Deswegen, ich kann dir zwar sagen, mach dies, mach das, mach jenes, aber es liegt an dir selbst, es zu erkennen und es durchzuziehen und es zu akzeptieren und dann diesen Weg zu gehen. Es liegt alles an dir. Deswegen, ich kann dir nur, ich bin nur der Messenger, ich gebe nur die Message raus, ich gebe nur diese Mail raus, aber es liegt an dir selbst, es zu erkennen. Okay, ich muss mich verändern. Okay, ich muss diese Person verlassen. Okay, ich muss diese Situation verlassen. Okay, ich muss diesen Job verlassen. Ich muss dies machen. Ich muss das machen. Ich muss. Ich. Du. Nur du kannst es tun. Deswegen, du bist nicht hier, um andere Leute zu retten. Du musst dich selbst retten. Wenn dein Leben dir nicht gefällt, wer kann es verändern? Du. Nur du. Es kann keiner kommen. Es wird keiner kommen, wenn du keinen Mehrwert hast. Für diese Welt wird keiner kommen, so, ey, ich sehe dein Potenzial, so, lass uns zusammen ein Business machen. Wird nicht passieren, solange du nicht vielleicht selbstständig ein Business aufbaust. Sobald du so etwas tust und schaffst einen Mehrwert, werden Menschen zu dir kommen. Aber wenn du keinen Mehrwert schaffst, werden solche Menschen natürlich auch nicht kommen. Wer soll dich sehen, wenn du nicht irgendwo auf Social Media jetzt ein Produkt hast oder sonst irgendwas oder dich selbst vermarktest oder was auch immer du vermarktest, T-Shirts, Leggings, was auch immer. Du musst einen Mehrwert schaffen. Deswegen das by the way. Aber viele haben keine Werte. Viele arbeiten nicht an sich selbst. Sie vernachlässigen ihre Gefühle, ihre Emotionen, ihre Gedanken, ihre Bedürfnisse. Sie vernachlässigen alles. Und lassen sich hängen, aber hoffen dann, gerade auch viele Frauen, nicht alle Frauen, einige, viele, die nicht an sich arbeiten. Und du wirst es hart und schwer haben, wenn du eine toxische Frau bist, die nicht an sich arbeitet, eine Klette ist und ständig emotional abhängig ist von einem Mann, oder vielleicht bist du ja auch lesbisch, was auch immer, wie auch immer die Lage ist. Du bist ständig emotional abhängig von anderen Menschen und brauchst ihre Bestätigung, brauchst ihre Hilfe. So, bitte hilf mir, bitte rette mich, bitte, ich fühle mich doch so leer und dies und das und jenes. Solche Menschen sind Gift für dich, das will ich dir einfach nur sagen. Du bist nicht hier, um anderen eine schöne Zeit zu machen. Das kannst du tun, wenn du ein geiles Leben hast, du bist selbst stabil und du hast jetzt eine Partnerin an der Seite beispielsweise. Die ist dir auch, die bietet dir auch einen Mehrwert, ist dir eine gute Frau, ist loyal, achtet gut auf die Kinder, was auch immer, die ist das, jenes, pipapo. Wenn sie dir einen Mehrwert bietet, kannst du ihr auch was bieten, solltest, musst, auf jeden Fall, aber das kannst du nur tun, wenn du selbst stabil bist. Viele aber sind selbst nicht stabil, versuchen aber stabil zu sein für andere, deswegen sage ich immer, bau dir einen gewissen gesunden Egoismus auf, wo du lernst, Nein zu sagen. Wo du lernst, bis hierhin und nicht weiter zu sagen. Wo du lernst, okay, was sind die Dinge, die ich brauche? Denn ich muss leben, ich muss überleben, ich muss für mich sorgen. Keiner wird kommen und mich retten. Keiner wird kommen und mich beschützen. Ich muss mich selbst beschützen. Ich muss mich selbst versorgen. Auch alles, deswegen. Es liegt alles an dir, ob du es willst. An jedem selbst liegt es. Wenn du dir wichtig genug bist, wirst du dich selbst nicht vernachlässigen. Wenn du dich selbst liebst, wirst du dich selbst pflegen. Und egal wie jetzt, nicht nur optisch, sondern auch mental, psychisch, physisch, alles, jeder Aspekt. Du wirst jeden Aspekt deines Lebens selbst in den Griff nehmen. Viele können und wollen es aber nicht. Sie brauchen ständig, wie ein kleines Kind, Mami und Papi. Mami, Papi, bitte helf mir. Mami, Papi, bitte hol mich ab. Mami, Papi, bitte gib mir Geld. Mami, Papi, bitte mach dies. Und genau so gehen sie dann später durchs Leben. So haben sie es von klein auf beigebracht bekommen. Sie brauchen nur genug zu quengeln und bekommen dann alles.
und wir wurden so erzogen, ja. Und jetzt auf einmal kommen sie auf die Welt oder sind in der Welt, in der echten Welt, ja, in dieser Welt nun mal, und gehen so weiterhin durchs Leben. Klammern sich an den, dann an sie, dann an ihn, dann an das, dann an dies, dann an jenes und klammern und klammern und klammern und klammern und klammern, bis es irgendwann vielleicht nichts mehr zu klammern gibt, weil dann all diese Menschen und all diese Ereignisse nicht mehr da sind, weil es dann vielleicht nichts mehr gibt, nichts mehr zum Klammern gibt. Da sind auf einmal alle Personen weg, weil sie merken, diese Person klammert nur. Diese Person, die ist komplett uneigenständig. Diese Person, die braucht ständig Bespaßung, Aufmerksamkeit, Motivation. Sie raubt mir meine Energie. Wenn das der Fall ist, wenn du solche Menschen in deinem Leben hast, lerne Nein zu sagen. Lerne auf jeden Fall nicht mehr so präsent zu sein für diese Menschen. Du musst auch lernen, ich sag nicht so, cutte jetzt alles oder sonst irgendwas. Du musst auch lernen, Menschen aus der Ferne lieben zu können. Für Menschen aus der Ferne auch da sein zu können. Du musst nicht bei ihnen sein, um mit ihnen zu sein. Du kannst auch aus der Ferne raus ihnen helfen. So ab und zu mal irgendwie schreiben und so. Und das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Das zeigt einfach nur, du liebst dich selbst so viel, dass du dich selbst so ernst nimmst, dass du sagst, ich muss an mir selbst arbeiten. Ich bin jetzt erwachsen. Ich muss mein eigenes Leben in den Griff nehmen. Ich habe keine Zeit mehr. Und so dazu gehört viel Courage. Dafür brauchst du viel Disziplin. Deswegen, in diesem Sinne, hör auf, sie zu retten. Ob das jetzt eine Frau ist, ob das jetzt ein Mann ist, ist scheißegal. Du sollst niemanden retten. Denn ein untergehendes Schiff wirst du alleine nicht vor dem Untergang beschützen können. Dieses Schiff wird untergehen. Nur wenn du genug Leute hast, jetzt beispielsweise, jetzt auch kein perfektes Beispiel, die dann helfen und dieses Schiff quasi zu sichern, dass es nicht untergeht, wird es eventuell klappen. Aber in den meisten Fällen wird es trotzdem untergehen. Das heißt, wenn diese Person an sich selbst, ich wollte es nur bildlich machen, sich selbst heilt quasi, sich selbst heilt, kannst du auch mitwirken, kannst du sie auch unterstützen dabei bei ihrer Heilung, diese Person. Aber wenn diese Person nicht bereit ist, es selbst zu tun, selbst zu heilen, selbst zu reflektieren, okay, was sind Dinge, an denen ich arbeiten muss, wird es schwierig bis hin zu unmöglich. Das war's jetzt mit diesem Video. Hoffe, es hat dir gefallen und du konntest viel davon lernen, mitnehmen, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten. Peace out.